Liebe Freunde, willkommen. Wie ihr sehen könnt, geht es wieder um Einstellen, um Stimmen der Gitarre, Bamboo Sounds. Ich hatte diese App hier empfohlen, weil die so einfach ist und habe dann auch nochmal einen Kumpel gefragt, der auch Sass-Kurs gemacht hat und sehr gut spielt, und der hat auch gesagt, das ist gut. Also das muss man sich vielleicht hier mal so vorstellen, das ist eure Gitarre, ne? Also die unteren zwei Saiten, und dann für Türkisch danach kommt die dicke rote, diese hier. Also erstmal hier die zwei unteren, die zwei untersten, die dünnen. Da haben wir ja gesagt, ist ganz gut 0,18. Die sind hier auf D, die beiden mittleren sind auf A, Quatsch, auf G, und die oberen sind hier auf A. Und was das bedeuten kann, habe ich hier so ein bisschen gekritzelt für euch gemalt. Also die beiden untersten Saiten, D bedeutet C notenmäßig, die beiden mittleren G bedeutet Mi. Und die beiden oberen A bedeutet Fa. Also da sieht man Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si heißt E, F, G, A, B, C, D. Ja? Aber Achtung, das ist für Barlama, also für Türkisch, für Kurdisch. Ich hab das bisschen fester, und das kann man hier in der App umstellen. Also ich habe hier meine kleine Gitarre hier auf diese, nicht auf oben hier, nicht auf diese hier, D, G, A, sondern ich habe hier anstelle D, G, A, ich habe hier E, A, B, und dann kann man hier machen zurück, und da ist es wieder verändert, und das kann ich mal jetzt euch mal hier vorspielen, vorzeigen. Also hier ist E, und da Häkchen heißt genau getroffen, also 329 Hertz, das ist meine unterste, passt, das sind beide zusammen, das passt, dann diese rote unten habe ich nicht. Die beiden mittleren passt, aber ich habe für Kurdisch anstelle hier B nochmal A. Also, oh, da hört man, ist verstimmt. Da. Gedrückt, nein, da. Lösen heißt lockerer machen. Da steht spannen. Thank you.
da. So. Wackelt ein bisschen alles, ja. Auf jeden Fall. Also könnt ihr hier oben mit dieser App, die kostenlos ist, hier gibt es noch andere Varianten. Das ist wie gesagt für Barlama, aber kann man auch für Kurdisch nehmen. Läuft ganz gut für Anfänger. Und wenn man das hier so zurück macht, dann sieht man, das ist dieses hier, das heißt Stimmgerät für Barlama.